Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ladescreen des Todes und hallo und willkommen zurück zur langen Folge bzw. zu einer etwas komischen Folge, denn ihr wundert euch vielleicht, was macht der hier, wo ist er denn hier jetzt plötzlich? Und zwar gab es ein kleines technisches Problem und deswegen gab es ein bisschen eine Folge sozusagen nicht. Die ist sozusagen im Universum verschwunden, aber ihr habt keine einzige Sequenz oder Story verpasst. Keine Sorge, ich bin bloß auf der Weltkarte rumgelaufen und dort gab es noch ein Gebäude, wo ich rein musste. Und da bin ich dann halt weitergekommen, da waren wirklich keine Sequenzen, nichts. Und dann bin ich halt hier so weiter runtergegangen bis zum B3F. Und ja, bin jetzt hier vor diesem komischen Fahrstuhl. Bin natürlich noch ein bisschen weitergelaufen, aber hab dann gemerkt, dass die Aufnahme nicht lief und dann sozusagen beendet, bevor die Sequenz angefangen hat. Deswegen habt ihr nichts verpasst, also keine Sorge. Ihr habt nur diesen Kampf verpasst. Ich habe diesen Schlag verpasst. So, also den hier gerade. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum kommen denn lange keine Videos, kann ich ja mal ein bisschen erklären, jetzt ist ja ganz kurz ein bisschen Ruhe. Und zwar ist derzeit bei uns auf der Arbeit ziemlich viel Stress, ich habe ziemlich viel Stress und bin auch ziemlich genervt und deswegen kann ich auch nichts aufnehmen, weil wenn ich genervt bin, die Waffe ist übrigens so lala, ich habe sie noch nicht so richtig stark ausprobieren können. Is. How can I forget? The Yamato reactor. It's present in this Tokyo as well, eh? We found ourselves in this world after Yamato was activated. You press the switch. It seems we are fated to do this. I'm ready. Go ahead. If there is something you need to do beforehand, we'll do it with you. Ich wollte noch schnell den Raum da mir begutachten hier links und rechts. Ja. Toll. Achso, das sind die. Ich wollte gerade sagen, was sind das für Monster? Aber naja. Zurück zur Arbeit. Die Arbeit ist ziemlich stressig derzeit, also richtig stressig. Da ziemlich viele Leute krank sind derzeit und es ist ziemlich hart, aber da muss man leider durch. Da muss man sich leider sozusagen durchbeißen, aber das gehört leider dazu halt. Das kennt ihr ja, also jeder, der mal eine Ausbildung oder gearbeitet hat, der kennt das ja. Und jetzt habe ich mich sozusagen, ja, weil nämlich hier war ich nämlich schon. Und diese Kiste konnte ich nicht öffnen, beziehungsweise habe ich nicht gelootet mehr, ich weiß es nicht mehr, aber das ging halt nicht, weil ich hatte glaube ich auch schon das Maximum davon erreicht, von diesen Dingern. Deswegen kamen jetzt auch lange keine Videos, das war einfach viel zu stressig für mich, weil wenn ich wirklich genervt bin, dann nehme ich nichts auf, weil das merkt man volle Kanne. Und das ist dann total bescheuert, also dann nehme ich dann lieber nichts auf, anstatt mit meiner sozusagen Wut, mit meinem Frust, mit der Wut irgendwas aufzunehmen, das ist kacke, also. Und jetzt ist es halt ein bisschen entspannter. Ich habe wieder diese Woche jetzt, also was ist stressig sozusagen, also dass ich wirklich ziemlich viel Überstunden hatte in den letzten 2 Monaten sogar, also ich habe wirklich ziemlich viel arbeiten müssen, aber wie gesagt, das kennen einige sicherlich, also es ist ja nicht ungewohnt, guck mal, hier kommen wir auch hoch. Achso, jetzt sind wir hier, aber ach hier, das konnte ich nicht einsammeln, weil ich hier... auch nicht? Bisschen doof.
Ach so, ach jetzt weiß ich, wieder, ja. Ich bin von dieser mittleren Tür gekommen und habe mich dann gewundert, hä, wo geht's denn jetzt hier lang? Und der Trick ist... Was war denn der Trick? Achso, irgendwo war ein Elevator, also ein Lift, der sozusagen nicht richtig angezeigt wurde. Auf der Minimap. Und wegen der Arbeit, ja, wie gesagt, also einige von euch kennen es ja bestimmt. Man hat einfach zu viel Stress manchmal und da nehme ich lieber nichts auf. Laufe ich denn jetzt immer noch richtig? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich meine ja. Ich hoffe zumindest, dass ich richtig laufe. Ja, doch, ich laufe richtig, ja, ja. Ne, hier würde ich denselben Fehler machen, genau. Da würde ich ja dann sozusagen wieder hochkommen. Dann müssen wir nämlich hier lang. Oh Mann, da war schon die Sequenz. Ich laufe hier noch rum. Aber ich wollte eigentlich nur noch ein bisschen was rumgucken. Also noch ein bisschen gucken. Mann. Heute hier gar kein AOE mehr. Achso, wegen, was ich noch erzählen wollte. Nochmal wegen der Arbeit. Das ist halt so mit 12 Stunden, 13 Stunden Überstunden, also am Tage und dann halt sozusagen 6 Tage. Also wenn man sozusagen im Arbeitsvertrag 5 Tage drin hat und dann 2 Monate lang 6 Tage arbeiten muss, jeden Tag, jede Woche, das ist ziemlich anstrengend. Aber wie gesagt, einige kennen es bestimmt von euch. Oder der Großteil. Und da muss man sich einfach mal durchbeißen. Dafür habe ich im nächsten Monat, man muss es positiv sehen, habe ich im nächsten Monat sozusagen 200 Euro mehr auf dem Konto. Für Knaller. Naja, gut, also ich bin jetzt nicht so der, weil nächsten Monat ist halt sozusagen schon fast Silvester und da geht's dann los und nächstes Jahr etc. Ah, hier sind wir. Ah, ich erzähle nachher weiter. Ding Silvester. You press the switch. It seems we are fated to do. Your atom has brushed against one possible world. It is the possible world that he chooses to preserve. You have sensed it. You know that the future you chose to preserve was swallowed by an even higher power's will to preserve. However, you have the choice to not preserve. We shall show you that possibility too. But do not forget. What lies in store for the future of humans is a reset of despair. Because they are made tools. You've awakened.
It seems we're once again at the Counter-Demon Force Base. Who's there? That's my line! You just suddenly appeared at our hideout! Huh? Those are gauntlets! Oh, this is perfect! Akira! Hey, Akira! Akira? Burroughs. Diese komischen weißen Gestalten, das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig kapiert, was die jetzt erzählt haben. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden so richtig. Das ist irgendwie ist das volle Kahn an mir vorbeigegangen. Oh nein, wir sind schon wieder in einem anderen Universum. Na super. Ja, wegen Silvester. Silvester ist ja bei uns eigentlich immer nie so viel. Oh, hier kann man einen Hunters machen. Ja, die sind alles Dämonen jetzt hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wir haben doch etwas. Wir haben vielleicht doch etwas die Zukunft verändert. If you've got business, then hurry up and spit it out. Maybe. Egal. I've checked, but... Und also wegen Silvester. Also das ist jetzt bei uns nicht so präsent, sag ich mal, in meiner Familie sozusagen. Ist halt ein Tag wie jeder andere. Und aber ich werde dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr mit meinem Vater knallen. Also silvestermäßig. Und ja, also ich werde mal ein bisschen was dazu schmeißen. Oh, come on. Ah, okay. Er lässt mich also nicht mehr zurück. Keep away from me. Akira told me to not let anyone in or out right now. Okay, ich darf da auch nicht lang. Aber wo darf ich denn jetzt hin? Warte mal. Oh, ist das gemein. Die Kamera dreht die ganze Zeit. Zum Elevator darf ich ja nicht. Das ist der Elevator, wo ich immer rausgeschmissen werde, ne? Ja. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ah. Who the hell are these guys? These are the guys I was talking about, Akira. See? Their arms. Look at their arms. This man's also called Akira? The intruders came to meet with me. Lady Luck is on my side. Intruders? All right, listen, you need to help me out. We're gonna beat Kenji together. Kenji? You know, Kenji, as in the King of Tokyo? You guys are a little weird. I wonder. Well, let me ask you this. Where'd you come from? We know nothing of this person or this world. Perhaps we should simply say we're from Tokyo and see how he reacts. I think we should just say we're from the Eastern Kingdom of Mikado. What are you whispering about? I ask a simple question. Where'd you come from? Yeah. Eigentlich müssen wir das sagen. Ah, what are you saying? The Eastern Kingdom of Mikado? Where's that? Russia? China? I ask like it really matters.
Look, I don't care who you are. Let's work together, okay? Besides, if Kenji's men find you, you're dead. What do you mean? It seems Kenji's shaken in his boots after what the prophets of the White World told him. When the intruders touch the remote, Kenji's gonna die. Remote? You're interested in the remote, huh? Well, I'll fill you in as we go. See, I think you guys are the intruders from the prophecy. If you join me, I won't let him kill you. Let me know if you're interested. Hä? Soll ich ihn jetzt killen oder nicht? Also jetzt sind wir sozusagen in der Zwischendimension, also nicht... You interested yet, intruder buddies? Will you take on Kenji with me? Hey, ich weiß ja gar nicht, wer Kenji ist. I see. And here I was, ready to tell you where the remote can be found. Whoops, slip of the tongue. Well, talk to me if you change your mind. Aber wir können ja eh nichts anderes machen. Akira told me. Oder aber... Wartet mal, wir gehen mal ganz kurz. Oh, come on. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Okay, also können wir hier nur ein bisschen gucken. Alles klar. Also wir müssen sozusagen uns bewegen. You intro, you take on Kenji with me? Ja, muss ich ja. Hell yeah. So, where is this man, Kenji? Don't rush me, Goody Two Shoes. There's an order to everything. Goody Two Shoes? Kenji's damn strong. We need weapons if we want to take him out. Northwest of here, there's a town called Shinjuku. I plan to defeat the guys in charge there and take the town. We'll be pillaging the entire town? Exactly, bad boy. So I'm bad boy then. I'll register that as a new quest on the list. Oh yeah, do you guys need a map of Tokyo? I can hook you up. Okay, wir haben eine... Master, I've received the geographic data for this Tokyo. The map functions are available now. Alright, let's go. You got me on your side now. Sind wir jetzt hier echt hier? Wartet mal. Welcome to the Cathedral of Shadows. Okay. Jetzt müssen wir ja hochkommen. Keep away. Akira told me to mount anyone. And now Akira is telling you to let them use this elevator whenever they want. These guys are my special guests. Oh? Oh! Does that mean that the intruders are finally here? Okay. Das Doofe ist, wir sind jetzt nicht so sozusagen in der Geschichte von Japan drinne. Und das ist bestimmt ein geschichtlicher Hintergrund sozusagen. Und also, dass das
Akira damals Kenji sozusagen überfallen hat, etc. Das Witzige ist. Okay, später mehr. Gracious! It seems unstable. Always hilarious to see a country boy reacting to the big city for the first time. It's like this everywhere. There's always a few gang wars going on. This is very different from Kiyoharu's Tokyo. Or ours. You can do whatever you want here, as long as you got the strength to back it up. That's the rule of Tokyo. Nice and simple. Now's not the time to stand around and gawk. We're gonna be at war ourselves soon. Are you using us to extend your influence? Don't sweat the details. Together, we're gonna be the new kings of Tokyo. All right, good boys and bad. Time to get going to Shinjuku. Burrows. Das war interessant. Er hat gerade gesagt, good boys. Also mich und Jonathan gemeint. Jonathan oder Walter?